liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Vollzwillsing Phasor Part 2. HDS 3 LMS. Let's go! Den Anfang macht natürlich der Red Bull Ring heute. Okay, Okutama kommt als drittes. Und San Francisco ist das Finale. Das zweite habe ich jetzt nicht erkennen können. Naja, jedenfalls sind wir schon mal dabei. In der letzten Folge konnten wir zwei. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen. Warte, ja. S3 ist es auf jeden Fall. Kein Modi A4. Aber egal, wir versuchen mal heute mal die andere Variante zu fahren. Wir starten von 14 und 16 hier auf dem Red Bull Ring. Okay, es wird angegriffen. Und hier stehen wieder 4 Runden. So, jetzt geht's auf die Haarnadel zu. Ich nehme gerade eine kleine Lücke mit. Ja, hier noch zwei vor und jetzt greifen wir eine der lokalen Matadoren ein. Und gehen mit Streifen Beginn der zweiten Runde in Führung. Der Teamkollege nur auf 13 momentan. Nach dem letzten Rennen, wo es eine 1-2 gab, das wird zum Auftakt her kann schwierig werden, aber mal gucken, was er noch drin, was er noch zu holen hat. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ich habe also, ja, Runde 2. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Einbremsen für die Haarnadel. Ja, ist mir scheißegal gerade, was da hinter mir passiert. Wichtig ist, dass wir vorne ein bisschen wegziehen können. Ich kann meinem Kollegen gerade nicht helfen. Sein oder Pünktchen mit hier mit nach Hause nehmen. Aber es sind ja noch ein paar Rennen dann. So. Ja, da bin ich ein bisschen weit rausgekommen gerade. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. So. So. Ja, ist immer noch auf 12. Ne? Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Okay, es wird angegriffen. Ich mal auch, ob er jetzt ein bisschen an das Feld davor anschließen kann.
Wir gehen jetzt gleich schon langsam Richtung Runde 4, auch schon letzte Runde. Aber wir haben ja heute ein bisschen was wieder mit. Jetzt fahren ist heute wieder so ein Viererblock. Das war der letzte für diese Invitational. Am Montag sehen wir uns das den Showdown an. Und am Dienstag geht es dann weiter schon mit der neuen, mit dem letzten Teil. Und zwar dann mit dem letzten, allerletzten Teil in unserer Gewicht-Karriere hier. Auch hier wieder ein bisschen weit rausgekommen. So, jetzt geht es in die letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Du hast doch schon zwischendurch mal ein bisschen weiter vorne, Kollege. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Du musst auf jeden Fall Fehler runterlaufen, sagen wir ihm. Wir können uns hier wirklich relativ entspannt vorne weg absetzen. Schon so ein bisschen Ausblick auf das nächste Rennen, dass ich jetzt aber nicht weiß, wo es stattfindet. Bogotá, San Francisco sind die letzten beiden, das weiß ich. Anweisung zum Angreifen. Also das Rennen hast du definitiv nicht gut abgefahren, Kollege. Okay, Angreifen bestätigt. Aber unsere Aufgabe ist erstmal gelöst. Unsere Hausaufgaben sind gemacht. Wir haben uns das erste Rennen geholt. Zwölfter sind wir gewonnen. Da hat noch ein Auto kassiert. Aber mehr auch nicht. Es waren 3 Sekunden nur hinter der Spiele, dem Zweitplatzierten. Jo, weiter geht's mit dem zweiten Rennen. Und ich weiß gar nicht, wo es jetzt für uns lang geht. So. Okay, geh weiter. Mit Teil 2. Ah, die beiden Jungs von Volz Racing. Nur momentan auf Platz 2 und 4. Also die werden wir dann definitiv in der nächsten Folge wieder sehen. Dann geht's wahrscheinlich ins Showdown. Wir sind in Barcelona für ein Event der Grid. Barcelona! Kristen, verrat uns doch ein wenig über die Strecke. Was? Okay, tut mir leid. Weil auch hier stehen nicht mal nur 3 Runden. Aber 5 Kilometer lang und ich stehe davon auf 8. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Auf 8 und 11. Okay, es wird angegriffen. Soll ich nochmal ein bisschen. Okay. Künstlich mithelfen, den Kollegen haben wir zum Ziel. Na, krieg ich den auf der komplett raus? Wir sind sehr weit rausgerutscht. Aber es reicht, um vorbeizugehen. Der hat uns gerade ein bisschen sich
breite Bremsen da vorne und ein bisschen rechts abzuhalten, hier vorbei zu schlüpfen. Auch hier wieder die Lücke so zuzuziehen, dass ich keine Chance mehr sehe. Das war clever. Aber ich finde schon eine Möglichkeit, die vorbei zu gehen. Ich finde schon eine kleine Lücke da, irgendwo an dir noch vorbei zu schlüpfen hier. Aber er macht es schon sehr clever, er kann, lässt uns halt nicht, lässt uns halt keine Tür offen. Ja, auch hier wieder, nix, keine Chance. Vielleicht geht Audi jetzt mal ein bisschen mit Power hin und rein. Ja, ja, und jetzt hat er die Lücke ein bisschen zu weit aufgelassen. Und jetzt gehen wir rein, jetzt gehen wir in Führung. Man war einfach mal too much space. Und wir gehen jetzt als Führer in eine Runde zurück. Guter Start. Bleib an der Spitze. Oh, müssen wir aufpassen. Passen scheint gerade nicht möglich zu sein. Na, wir waren fast vom Arsch an der Bande gehangen. Aber passt. Nächste Rennen ist Okutama. Wenn wir wieder die Sprintvariante fahren, weiß ich noch nicht. Was die. Ach, aber die Rückkurs-Variante fahren weiß ich nicht. Es kann aber wieder die Sprint-Variante sein. Mal schauen. Das Finale jedenfalls. Florida nach San Francisco. Und jetzt kann man es absetzen. Jetzt sind wir einmal wirklich vorbeigefahren. Da muss nur die Lücke gefunden werden. Die hatten wir dann irgendwann. Aber er hat sie wieder zwei, dreimal clever gemacht, hat uns da so verhungert, das keine Chance gelassen. Gesagt, ja, ne, an mir kommt ihr nicht vorbei. Da habe ich ein bisschen Geduld gemacht, diesmal hat es auch dann irgendwann funktioniert. Nämlich hier hinten vorbei die Führung. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Das ist vom Teamkollegen natürlich ein bisschen zu sagen, ey Junge. Okay, angreifen bestätigt. Probier's mal, ein bisschen da vorbeizukommen an den Jungs da hinter vor dir. Na, dann können wir theoretisch versuchen, wieder mal ein One-Two-Finish zu kriegen, aber das sieht man dann nicht gut. Im ersten Rennen nur Platz 8, das ist nicht gut. Wir gehen jetzt als Führer in die letzte Runde. Sechster also momentan. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Barcelona ist auch nicht so ein gutes Pflaster. Es ist eine sehr enge Strecke. Es gibt auch eine Strecke, wo ich echt übelst verkackt habe, 16er geworden bin. Weil es einfach keinen Weg vorbei gab und kommen an den Gegnern. So. In der Zwischenzeit sind wir gerade sowas von scheißegal. Wir führen das Rennen an. Der Kontrakt muss erstmal vorbeikommen, alles rankommen und dann auch eine Möglichkeit vorbeizugehen. Momentan geht's. Ja. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ja, tut mir leid. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ja, scheiße. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Okay, es wird angegriffen. Ja, das wäre super, wenn du mal zumindest ein, zwei Autos kassieren würdest. Oh, das ist genau das, was ich gerade meine. Ich bin voll auf die Bremse, auf die Handbremse gekommen. Die befindet sich nämlich hier, auf Kreis. Und das hat jetzt wieder ein bisschen Zeit gekostet, der Kollege ist wieder drin. Auf einmal in der Situation. Das sollte mir nicht so häufig passieren, dass ich da was mache. Nicht, dass das Auto mir fliegen geht. Und der dann doch noch am Ende den Sieg abstaubt. Aber momentan sieht es gut aus. Er macht
der erfahrenen Piloten keinen Schritt da irgendwas zu. Wichtig. So, nächste Rennen ist dann Okutama. Ja, in Barcelona war es sehr, sehr wichtig zu gewinnen. Teamkollegin auf 6. Ja. Momentan hat er nicht wirklich viel mehr damit zu tun, was wir vorne machen. Aber wir haben unser zweites Rennen gewonnen. Es war hart, also die ersten zwei Runden waren hart. So, gut. Es ist tatsächlich die Sprintstrecke mit 6,8 Kilometern und wir stehen auf 2. Also sind voll mit dabei. Und übrigens die Schweizer Flagge, die ist einfach nur aus Just for Fun dabei. Ich bin Deutscher, nur so nebenbei. Die ist einfach wirklich nur Sympathiebegründung, weil ich ja, ich mag die Schweiz, ich habe mal ein paar Freunde da unten, war auch schon 3-4 Mal dort. Und hat es ja auch ziemlich bekannt, wenn es nicht möglich darunter zu fahren, das wäre ja eigentlich wieder ein Wunschziel gewesen, aber es ist jetzt egal. Jedenfalls führen wir jetzt, müssen wir jetzt dieses Rennen gewinnen. Und das Rennen verzeiht keine Fehler auf Okutama. Weil hier keine zweite, dritte Runde gibt, wo es so wie möglich ist, versucht schnell werden, keine Leute zu holen. Aber wir gehen erstmal in Führung. Wir führen nach rund 10% dieser Strecke. 6,8 die dann. Wir haben jetzt 700 Meter vor uns durch. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, angreifen bestätigt. Ja, es macht so viel aus, auf einmal ein bisschen frei zu fahren. Einfach den Druck nicht zu haben. Wir standen mal in der ersten Reihe. Wir dürfen mal wieder vorne mit dabei sein. Der Teamkollege nur auf Platz 11. Also es ist jetzt gerade läuft bei ihm auch nicht. Und diese Spiegelung ist natürlich alles anders gut hier. Nächste Rennen ist dann der Abschluss in San Francisco. So, gleich haben wir Halbzeit. Berg hoch hier. Ich glaube, in Japan müsste die Strecke liegen oder so. Oder Korea. Im asiatischen Teil, aber ich glaube, Japan ist. Ist ja nicht so, wie fast Speedteil kommt. Wie fast Speedteil kommt, dauert ja wahrscheinlich wieder eine ganze Weile. Wir haben es ja gerade erst durch. Das ist gerade so eine ganz gewisse Zeit, ja, aber für mich gerade. Da kam für mich gestern die letzte Folge raus. Und da wisst ihr, weil ich den Voraus mittlerweile aufnehme. Naja, wie immer sei, wir führen auf jeden Fall. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Nach gut drei Viertel. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Drei Viertel das Rennen an und das ist sehr, sehr wichtig. Angreifen. Ich gebe es weiter. Wir können schön uns absetzen. Okay, da vorne. Das wird angegriffen. Und jetzt geht es hier noch einmal rechts hoch. Und da gibt es ein bisschen ein paar Kurven und dann sind wir durch mit dem Rennen. Hier in Okutama schon. Dann sind wir nämlich am Gipfel angekommen. Und holen uns hier den ersten Rang und 360.000 Credits gehen wieder auf unser Konto. 10. Platz ist er nur gewonnen. Also ich sag ja, das momentan läuft es bei ihm überhaupt nichts. Und ich denke, selbst ein 6er
Da reicht, glaube ich, kein Sieg, nicht mal ein Sieg im letzten Rennen. Ich weiß nämlich nicht, wie die Tabelle aussehen. So. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. So, San Francisco, letzte Rennen für heute. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ja, bitte aus. Wir können also da okay, loslegen. Angreifen bestätigt. Der Regen wird sich, aber den einfacher machen sich davon. Ist aber das ist unser Ziel hin. Ja, ich versuche jetzt ein bisschen. So, da ist jetzt eine kleine Lücke dabei. Oh, bitte. Das ist doch dein Teamkollege. Du Arsch, Alter. Aber gut, das hast du. Jetzt kann ich auch. Das ist keine Absicht, war nur leichter Rennlein, wenn wir den Schuhschrank, aber egal. Aber der wird sich jetzt nicht melden, der wird jetzt nicht sagen, ne? So, wir führen jetzt. Ich hoffe, dass er sich jetzt ein bisschen beruhigt hat. Nein, toll, nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass der angepisst ist und uns gerne angreifen würde, wenn man so auch nochmal einen mitgeben kann. Und wir gehen jetzt hier vorbei am aktuell Führenden und wollen natürlich auch hier den vierten Sieg holen. Beziehungsweise überhaupt immer wieder den vierten Sieg holen, weil in dem letzten Rennen haben wir es nämlich nicht gemacht. Da habe ich ihn ja dann ziehen lassen im letzten Rennen. Nokodama und diesmal geht es nicht, weil diesmal sind wir nur auf Platz 6, aber jetzt habe ich meinen Renner nach außen ziehen. Weil ich denke, selbst für den Sieg wird er ja nicht da vorne mit dabei sein. Dafür waren die Ergebnisse nicht gut genug. Ja, hier in San Francisco gibt es nur 3 Runden. Genau wie am letzten Rennen. Entschuldigung. Letzte Rennen gab es ja den Sprint in Nokodama. Noch kein weiter, noch keine Ziellinie im Weg. Wir sind mittlerweile bei 12, fast 200 Minuten. Die Antwort war: Von dir lasse ich mir nichts befehlen. Ja, klar, der ist immer noch tolle erste Runde. Du bist in Führung. Der ist immer noch ziemlich angezickt, dass ich ihn damit erwischt habe. Und dann sind es um 200 Minuten, die wir hier noch mal sehen. Also jetzt auch das Liedchen ab. Naja, mal schauen, was wir heute hier noch fabrizieren. Nur mal ein relativ langes Rennen. Ja, klar, so ein langer Tag mit 4 Rennen ist natürlich mal nicht ganz einfach. Trotz des Regens sehr, sehr viele Zuschauer hier. Schön den Berg gucken. Uiuiui, da gab es eine leichte Berührung der Wand. Die Antwort ist nein. Ah, der will immer noch nicht, okay. Jetzt geht er 4 vor.
Ja, versucht es zumindest. Letzte Runde. Ich hab's versucht. Keine Antwort. Der wird auch keine Antwort darin geben. Ich versuche, dass er sich immer beruhigt. Das war wirklich keine Absicht, Kollege. Ja, das hängt jetzt momentan. Ja, wie gesagt, er wird mit den ersten drei Plätzen nicht viel zu tun haben. Dann ein paar Minütchen, dann sind wir durch heute. Wenn ich zum Feuer sie gesehen, was passiert. Das Funkgerät ist abgeschaltet. Das heißt wohl nein. Der ist durch, der hat keinen Bock mehr. Der letzte Junge, gar nichts mehr. Schauen wir mal, ich hoffe, dass wir im Finale landen sind. Dass wir besser machen können. So, jetzt entspannen wir das letzte, die letzten Kurven zum Finale. Bis zum Finale. Gewinnen wir dieses Rennen in San Francisco und holen uns den vierten Sieg im vierten Rennen. Yes! Ich bin jetzt auch nur Fünfter geworden. Ja, ich hatte gehofft, dass er ein bisschen was, dass er vielleicht nochmal eine Spur nach vorne macht, aber es passt halt leider nicht für ihn. Heute hat's nicht ganz gepasst. Da waren die Ergebnisse nicht gut genug. So, jedenfalls sind wir damit durch. So, wir holen wieder uns. Kleines Dings. Ja, da hat er gar keine Chance. Da steht ein Focus mit dabei, da steht ein Golf mit dabei. Und der Audi halt. Und keiner von den Vollfahrzeugen mit dabei. Hatte ich jetzt ein bisschen erwartet, dass er da mit dabei ist. Gut, dann sind wir durch. Wir sehen uns Montag wieder um 14 Uhr dann mit dem Showdown. Bis dahin, tschüss.